Ja, moin, mein Name ist David Seidel. Ich bin Inhaber und Gründer des Konzeptes Wunscherfüller liebevoll verschenken am Duberaner Platz. Ja, und in dem Laden befinden wir uns jetzt auch. Wir sind hier in Rostock an der KTV am Duberaner Platz. Und den Laden haben wir eröffnet am 10.10.2020. Es war schon immer ein Wunsch von mir, ein eigenes kleines Lädchen aufzumachen, was nicht von der Stange ist. Ich habe große Lust, Produkte zu entwickeln und das Einkaufen und Verschenken wieder charmant und sexy zu machen. Und ja, so kam es zum Wunscherfüller liebevoll verschenken. Unser Sortiment gestaltet sich sehr impulsiv. Das heißt, wir hören uns um, was gefragt ist. Aber es ist eigentlich im Grunde genommen ganz einfach. Alles, was wir hier verkaufen, würden wir auch selbst kaufen. Ja? Das heißt, es muss uns gefallen, es muss uns schmecken. Wir wollen dahinter stehen. Und ja, so entwickelt sich quasi so ein Sortiment. Wir hatten natürlich einen Grundgedanken und einiges kommt jetzt dazu, anderes geht wieder raus. Uns ist immer nur wichtig, dass das ausgefallene Produkte sind, die es nicht an jeder Ecke gibt. Und wir versuchen natürlich möglichst regional und ausgefallen zu agieren. Das, was ich hier am liebsten mag, sind die Menschen, die hier sind. Und dazu gehört in erster Linie das Team, die Menschen, die hier mit uns zusammenarbeiten. Und das sind meine Lieblinge, sagen wir es mal so. Es gibt Verhältnisse, so, es gibt zum Beispiel Hotels und Touristeninformationen, die unsere Ware einkaufen und die dann bei sich am Ort wieder verkaufen. Ne? Das ist keine klassische Kooperation, aber es gibt so ein paar Wiederverkäufer, sagen wir es mal so, die unsere selbst entwickelten Produkte zu schätzen wissen und ja, so eine Kooperation gibt es. 80% meiner oder unserer Kunden sind Frauen, die gerne verschenken, die sich aber auch selbst gerne mal was schenken. Und ich würde sagen, die anderen üppigen 20% sind eher die Herren, die kurzfristig Geschenke suchen und hier bei uns Hilfestellung und Inspiration bekommen. Wir haben ja spannende 2,5 Jahre hinter uns und sind auch ganz stolz darauf, dass wir da sind und noch da sein dürfen und wir so viele treue Kunden haben. Und wir sogar jetzt auch ein zweites Lädchen aufmachen in 3 Monaten. Das ist ja auch eine schöne Perspektive und eine schöne, ja, ein Zeichen dafür, dass wir hier auch einiges gut gemacht haben oder vieles sogar. Und ja, und am meisten wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir ein kleines bisschen mehr Normalität bekommen.